Der Staat bin ich. Ein Geschosshagel zwingt die vordringende Polizei zum Rückzug. Militär stürmt endlich mit Handgranaten das Haus. Zwei der Verteidiger sind tot, zwei werden gefangen. Mabuse selbst ist verschwunden. Einer der Gefangenen verrät seinen letzten Schlupfwinkel. Eine Falschmünzerwerkstatt, von der aus er einen groß angelegten Schlag gegen die deutsche Währung führen wollte. Die Polizei dringt ein, findet ihn auch. Aber als hoffnungslos Wahnsinnigen.